Sport, Kultur, ein großes Jubiläum und natürlich das Dauerthema Corona. Das alles waren Themen der vergangenen Woche. Das Wichtigste haben wir jetzt für Sie zusammengefasst. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie sehen den Wochenrückblick der Allgäu-TV-Nachrichten. Für einige Berufsgruppen gilt ab Mitte März eine Impfpflicht. Lkw-Fahrer zählen zwar nicht dazu, aber wer eine Ausbildung zum Lkw-Fahrer und damit den entsprechenden Führerschein machen will, für den gilt aktuell die 2G-Regelung. Bis vor kurzem galt die auch für Fahrschüler, die ihren Führerschein aus nicht beruflichen Gründen machen. Jetzt gilt für diese Fahrschüler die 3G-Regel. Das ist ja erstmal eine Erleichterung für die Fahrschulen. Vom Normalbetrieb sind sie dennoch weit entfernt, wie Letizia Weyele herausgefunden hat. Für Führerscheinanwerber, die weder genesen noch geimpft sind, gibt es gute Nachrichten. Sie dürfen die Fahrschulen wieder besuchen. Denn dort gilt statt der 2G nun wieder die 3G-Regelung. Besonders für Schüler ist das eine Erleichterung, denn der Schülerausweis reicht als Testnachweis. Ist jetzt also in den Fahrschulen wieder Normalbetrieb angesagt? Laut Axel Wagner und einigen seiner Fahrlehrerkollegen wird das noch lange dauern. Durch Lockdowns, begrenzten Theorieunterricht und Ausfälle aufgrund von Quarantäne hat sich einiges angestaut. Es staut sich immer mehr auf, und zwar unkontrolliert auf. Wir können gar nicht richtig planen. Da ruft ein Fahrschüler an und sagt, er ist in Quarantäne. Dann fällt er komplett raus. Der Fahrlehrer steht da, oh, was mache ich denn jetzt? Der Worst Case, und das gab es bei uns schon 2-3 Mal, der Fahrlehrer war Kontaktperson. Dann hat er nach Hause zu gehen. Auch vor Corona hatten Fahrschulen schon damit zu kämpfen, dass die meisten Fahrschüler nur nachmittags oder abends Zeit haben und nicht alle gleichzeitig bedient werden können. Dieses Problem wurde jetzt noch verstärkt. Wir bitten schon Arbeitgeber, Mensch, lass die Jungs und Mädels eine Stunde später anfangen, vielleicht eine Stunde länger Mittag machen oder lasst sie ein bisschen früher gehen. Wenn alle um 17, 18 Uhr nur können, welcher Fahrlehrer hier im Bayerischen kann um 17 Uhr alle bedienen? Das funktioniert nicht. Zudem dürfen Fahrlehrer nicht mehr als 11 Fahrstunden an einem Tag geben und so lässt sich auch in den Ferien nicht alles nachholen. Wenn es dann soweit ist und ein Fahrschüler bereit für die Prüfung ist, kommt es auch beim TÜV zu längeren Wartezeiten. Denn auch dort hat sich einiges angestaut. Zu Corona kommt noch erschwerend hinzu, dass die Prüfungszeiten vor einem Jahr um 10 Minuten verlängert wurden. Deshalb ist es umso wichtiger, dass Prüflinge sowohl bei der praktischen als auch bei der theoretischen Prüfung gut vorbereitet sind. Und in der heutigen Zeit eine Theorieprüfung versappeln 2, 3, 4, 5 Mal, nachweislich nicht irgendwie Prüfungsangst, sondern zu wenig getan, darf nicht passieren. Damit es mit dem Führerschein wieder schneller vorwärts gehen kann, ist also Engagement von allen Seiten gefordert. Axel Wagner und viele andere Fahrlehrer sind dennoch optimistisch. Ich glaube, wir schaffen es schon. Und wenn jeder ein bisschen mittut und nicht immer nur schimpft, sondern das Positive sieht, und ja, packen wir schon, das geht schon. Hauptsache, wir bleiben gesund. Und sonst bleibt allen Beteiligten nur auf ein baldiges Ende der Pandemie zu hoffen. Keine Schulden und ein 1A-Rating der Banken. Der FC Memmingen ist, was das Finanzielle angeht, sehr gut durch die Corona-Krise gekommen. Zu Beginn der Pandemie war der Regionalligist einer der ersten Vereine, die den Spielbetrieb eingestellt und Gehälter eingefroren haben. Das hat sich gelohnt, auch im Hinblick auf das lang ersehnte Multifunktionsgebäude, für das am letzten Samstag der Spatenstich gesetzt wurde. Nach 3-jähriger Planungszeit beginnen am Stadion des FC Memmingen die Bauarbeiten für das Multifunktionsgebäude. Am vergangenen Samstag konnte der symbolische erste Spatenstich vorgenommen werden. 1, 2, 3. Neben den Vertretern des Vereins und der geldgebenden Banken waren auch Oberbürgermeister Manfred Schilder, seine Stellvertreter Margareta Böck und Hans-Martin Steiger sowie Alt-Oberbürgermeister Ivo Holzinger vor Ort. Über Jahre hinweg wurden fehlende sanitäre Einrichtungen bemängelt, die im neuen Gebäude ausreichend vorhanden sein sollen. Im Sommer vergangenen Jahres gab es grünes Licht vom Stadtrat und den Vereinsmitgliedern. Im Dezember wurde die Baugenehmigung erteilt. Für FCM-Präsident Buchmann wird jetzt ein lang ersehnter Wunsch wahr.
so schön die Tribüne auch ist, uns fehlen jegliche Funktionsräume, Lagerräume, Kühlräume, Viereranlage, wo ja, wir dann bis zu 5000 Leute hier haben. Bei Sicherheitsspielen 3000 ohne Toilette, weil sie abgegrenzt sind. Das sind keine Zustände, wo man Regionalliga spielen kann, das haben wir mehrfach erwähnt. Vieles, was ja, oberer Standard ist in der dritten oder zweiten Liga, haben wir jetzt hier auf Regionalliga-Basis. Es sind schon tolle Gegebenheiten, was da auf uns zukommen. Gegebenheiten, die sich der Verein rund 4,4 Millionen Euro kosten lässt. Die Summe könnte nach aktuellen Schätzungen bis auf rund 5 Millionen Euro anwachsen. Viel Geld, das aber einkalkuliert sei. Immerhin konnte sich der Verein mit einem guten Plus auf dem Konto durch die Corona-Zeit retten. Im Sommer 2023 soll das Multifunktionsgebäude dann mit einem Spiel gegen den TSV 1860 München eingeweiht werden. Und wir bleiben beim FC Memmingen, gehen aber von der Baustelle an den Spielfeldrand, denn dort steht ab sofort ein neuer Trainer. Fabian Adelmann füllt die Lücke, die durch die Trennung des Vereins von Esat Karic entstanden ist. Der Bosnier, der bereits von 1998 bis 2013 Trainer des FCM war, musste spätestens nach der 0:6 Pleite gegen die zweite Mannschaft des FC Augsburg seine Sachen packen. Nachfolger Adelmann kommt aus Franken ins Allgäu und hat mit der Arbeit auch schon begonnen. Johannes Klemp hat sich vor Beginn der Rückrunde mal angesehen, wie der 30-Jährige so tickt. Das Trainingsgelände des FC Memmingen kann Fabian Adelmann seit dem 1. Januar als sein neues Zuhause bezeichnen. Der Franke ist der neue Cheftrainer der Memminger. Er kommt vom ATSV Erlangen aus der Bayernliga und verlässt für den FC Memmingen seine Heimat. Aber wer weiß, vielleicht wird das Allgäu ja auch schon bald seine zweite Heimat. Er konnte sich jedenfalls gut in Memmingen einleben und der Start in der Region war für Adelmann alles andere als ein Kulturschock. Nein, es geht auf jeden Fall. Ich war schon das ein oder andere Mal jetzt in der Innenstadt in Memmingen, habe da die eine oder andere Lokalität schon besuchen können. Man kann hier auf jeden Fall sehr, sehr gut essen. Ich habe schon ganz klassisch auch Schwäbisch gegessen. Also ist alles wirklich schön bis jetzt hier. Das Wetter ist noch ein bisschen kalt, aber das wird sich ja in den nächsten Wochen und Monaten auch ändern. Aber bis jetzt bin ich sehr, sehr glücklich, dass ich hier bin. Über eine Initiativbewerbung nach der Entlassung des damaligen Trainers Esat Karic ist Fabian Adelmann an den Job im Allgäu gekommen. Jetzt ist er hauptberuflicher Fußballtrainer und kann sich somit voll auf seine neue Mannschaft konzentrieren. Die enthält viele junge Spieler, die Adelmann fördern möchte. Das war auch eines der Themen, die den Verantwortlichen hier sehr wichtig waren und der auch deutlich in den Gesprächen rausgekommen ist, dass sie einen Trainer suchen, der die jungen Spieler, die es hier zuhauf gibt, in der Jugendarbeit auch oben dann mit einbinden kann. Und ich habe natürlich in den letzten Jahren viel Erfahrung genau in dieser Sache sammeln können. War U21-Trainer in Nürnberg, U19-Trainer. Auch Co-Trainer bei den Profis, wo es auch immer darum ging, die jungen Spieler ja, an den Herrenfußball ranzuführen. Und ich glaube, deswegen habe ich da ganz gute Erfahrungen sammeln können in den letzten Jahren, die ich jetzt auch versuche, natürlich hier einzubringen. Zu den Jungen kommen auch einige erfahrenere Spieler. Ex-Profis wie Timo Gebhardt, Dominik Strohengel oder auch Martin Dausch sieht Fabian Adelmann als gute Ergänzung zu den jungen Spielern. Der erste Eindruck vom neuen Trainer ist laut Kapitän Dausch durchweg positiv. Ja, der Coach hat einen roten Faden reingebracht, sage ich mal, in unser Spiel. Er versucht uns vom Spielaufbau im Ballbesitz bis in der Defensive uns einfach ein bisschen zu leiten und uns ein bisschen zu führen. Er hat eine sehr klare Ansprache. Ich glaube, das tut vor allem den Jungen ganz gut, weil er einfach klare Ansagen macht und genau sagt, was wir zu tun haben und wie wir das auch tun sollen. Aus der Bayernliga bringt Fabian Adelmann einen beachtlichen Punkteschnitt von 2,58 Punkten pro Spiel mit. Das ist sogar besser als der aktuelle Trainer des FC Bayern, Julian Nagelsmann. Ob er diesen Punkteschnitt in Memmingen wiederholen kann? Da ist sich Adelmann unsicher. Aber man soll ja bekanntlich niemals nie sagen. Ja, wenn das klappt, dann ist das natürlich, sage ich da nicht Nein dazu. Aber man muss natürlich auch realistisch bleiben. Das ist jetzt eine andere Liga. Aber ich bin sehr, sehr ehrgeizig als Trainer und ich strebe für mich die höchsten Ziele an. Und wenn das nochmal genau der Punkteschnitt werden sollte, nehme ich das gerne, wenn es ein paar Punkte weniger sind. Aber wir sind immer noch sehr erfolgreich, dann nehme ich das auch gerne so hin. Die ersten Ergebnisse der Vorbereitung sind aber schon vielversprechend. Der Lokalrivale aus Illertissen, der aktuell Vierte der Regionalliga Bayern,
konnte in einem Testspiel mit 2:1 besiegt werden. Jetzt gilt es für Fabian Adelmann und seine Mannschaft, diese Leistung auch in den Liga-Alltag zu transportieren. Für die Berufsschule hat sie vom Allgäu bis ins rheinland-pfälzische Pirmasens reisen müssen. Getroffen hat sie dort nur eine Handvoll Mitschüler, die aber aus ganz Deutschland. Christina Hipp hat sich eine sehr seltene Ausbildung ausgesucht. Sie ist Fachkraft für Lederverarbeitung und wurde jüngst sogar zur besten Auszubildenden bundesweit gewählt. Daniel Groß hat sie in Bad Hindelang besucht. Leder, Handwerk, Kunst, Tradition. Die 19-jährige Christina Hipp ist Fachkraft für Lederverarbeitung. Wie kommt man denn darauf? Ich wollte eigentlich Dirndlschneiderin machen, Praktikum. Und habe dann aber keine Praktikumsstelle gefunden. Und dann hat meine Tante zu mir gesagt, Mensch, du solltest Lederhose machen. Vom Dirndl zur Lederhose also. Gerade arbeitet Christina Hipp an einer Kniebundhose. Die ist jetzt fast fertig. Das heißt, es fällt bloß nur unter die Bändel zum den Schlitzfleck zusammenziehen. Das Team arbeitet hier in der Hindelanger Lederwerkstatt viel mit Hirschleder von Hirschen, die im oder um das Allgäu geschossen wurden. Etwa 3 Tage Arbeit hat Christina Hipp in diesen Hirschlederkittel gesteckt. Das ist sehr, sehr weich, auch so im Griff, das mag man gleich, wenn man drüber langt. Und ist relativ zügig im Vergleich zum Rind. Also das ist schon ein sehr angenehmes Material zum Verschaffen. Dabei ist kein Stück Leder wie das andere. Also Leder, das ist jetzt nicht so, dass sich das immer gleich zum Beispiel ziert, so wie der Stoff, sondern das ist eigentlich jedes Stückchen vom Leder ist ein bisschen anders dick, zieht sich ein bisschen weniger, ein bisschen mehr. Seit etwa 10 Jahren gibt es den Ausbildungsberuf Fachkraft für Lederverarbeitung. Er ist relativ allgemein gehalten, um möglichst viele Begeisterte unter einen, wenn man so will, Lederhut zu kriegen. Die Bändel für die Kniebundhose sind vorbereitet, jetzt können sie angenäht werden. Und eine wahre Lederverarbeiterin, die trägt natürlich auch Leder. Diese Hose bringt Glück, denn sie war Christina Hipps Abschlussprüfung und hat unter anderem dazu beigetragen, dass sie die bundesweit Beste ihres Jahrgangs geworden ist. Nur 7 haben sich in ganz Deutschland an den Ausbildungsberuf gewagt. Christina Hipp ist Klassenbeste geworden, zeigt sich aber bescheiden. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich schon wirklich komplett ausgelernt habe. Also bis ich zum Beispiel mal alles so kann wie der Klaus, da habe ich glaube nur viele, viele Jahre. Na, da fühlt sich der Chef natürlich geschmeichelt. Sein Herz geht auf, wenn sich auch junge Menschen wie Christina noch für traditionelles Handwerk begeistern. Handwerk ist einfach Kulturgut und wir erleben das jeden Tag hier und haben Freude bei der Arbeit, wenn da junge Menschen dergleichen tun und eben auch dann wirklich Freude haben beim Arbeiten. Das ist einfach herrlich. Die Kniebundhose ist fertig, Christina Hipp ist zufrieden und auch wir sagen, da gibt's doch gar nichts vom Leder zu ziehen. Österreich startet mit der Impfpflicht. Seit dem 4. Februar gilt sie bei unseren Nachbarn und ist in verschiedene Phasen unterteilt. Wie die konkret aussehen und was Österreicherinnen und Österreicher davon halten, haben Lisa Hauger und Manuel Gössel in Schattwald im Tannheimer Tal herausgefunden. Die Impfpflicht in Österreich ist beschlossen. Ab Anfang Februar brauchen alle in Österreich wohnhafte Personen ab 18 Jahren ein gültiges Impfzertifikat. Ausgenommen von der Impfpflicht sind diejenigen, die aus medizinischen Gründen davon befreit sind. Das Gesetz wurde sehr intensiv diskutiert, erfahren wir im Gespräch mit der Vorarlberger Landesrätin Martina Rüscher. Es ist ein sehr flexibles Gesetz. Das heißt, wir haben eine Impfpflicht, die grundsätzlich einmal bis Ende 2024 gilt. Es gibt aber alle 3 Monate ein Monitoring für dieses Gesetz. Und aufgrund dessen kann der Gesundheitsminister die Vorgaben im Rahmen der Verordnungen jederzeit verändern und anpassen. Das heißt, wir reagieren auf die aktuelle epidemiologische Situation. Der österreichische Nationalrat hat die Gesetzesvorlage zur Impfpflicht bereits beschlossen. Jetzt muss nur noch der 2. Beschluss des Bundesrates folgen und dann die Unterzeichnung des Bundespräsidenten. Die Sitzung ist für Donnerstag anberaumt.
Dementsprechend wird die Impfpflicht in Österreich entweder ab Freitag, den 4. Februar, oder ab Montag in Kraft treten. Die Umsetzung der Impfpflicht erfolgt in drei Phasen. Phase 1. Bis zum 15. März haben alle betroffenen Personen Zeit, der Impfpflicht nachzukommen oder einen Ausnahmegrund zu beantragen. Phase 2. Wer nach dem 15. März keinen gültigen Impfstatus hat, begeht eine Verwaltungsübertretung. Die Polizei überprüft die Einhaltung der Covid-19-Impfpflicht flächendeckend, beispielsweise bei Verkehrskontrollen. Eine Nichteinhaltung wird bei der Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt. Phase 3. Die Einhaltung der Impfpflicht wird durch einen Datenabgleich am Impfstichtag aus dem Melderegister, dem zentralen Impfregister und dem epidemiologischen Meldesystem ermittelt. Die Behörde ahndet im Falle der Nichteinhaltung der Impfpflicht. Und das könnte dann in einer nächsten Phase dann auch zu einer quasi durchgängigen Bestrafungswelle führen. Das entscheidet aber der Gesundheitsminister, ob er diesen Schritt dann tatsächlich setzt. Bei Verstößen gegen die Impfpflicht drohen Strafen von 600 bis 3.600 Euro, die maximal bis zu viermal im Jahr bezahlt werden müssten. Übrigens, für diejenigen, die lediglich in Österreich arbeiten, gilt weiterhin die 3G-Regel. Zurück zur Impfpflicht. Was sagen die Österreicher dazu? Wir haben in Schattwald nachgefragt. Die Impfpflicht an und für sich widerspricht in der Verfassung in § 7 das Recht auf Unversehrtheit der Menschheit. Und ich behaupte, dass das Ganze ein reines Politikum ist mittlerweile und der größte Feldversuch an der Menschheit. Also die größte Kritik finde ich eigentlich ist einfach, dass man nicht mehr selbst entscheiden darf, ob man sich gegen irgendwas impfen lassen will oder nicht. Andere Bewohner des Ortes stehen der Impfpflicht positiv gegenüber. Ich selber und die ganze Familie ist schon dreimal geimpft. Mit einer Selbstverständlichkeit, das wünscht die Regierung und ich stehe zur Regierung. An manchen Tagen muss ich zugeben, neige ich sehr dazu, dass ich dafür bin. Weil es einfach für die Gesamtbevölkerung sicher von Vorteil wäre. Wenn ich aber die Bedenken der Impfgegner mir anhöre, wovon manche schon sehr berechtigt sind, dann mache ich mir Sorgen, ob das nicht auf den Gesamtfrieden und das Zusammenleben in der Gesamtbevölkerung sich auswirken könnte. Aufgrund der Gesamtsituation und dessen, dass es eigentlich nur besser werden kann, befürworte ich die Impfpflicht. Es soll jeder seine eigene Entscheidung haben. Aber mir kommt vor, es ist wirklich wichtig, dass man sich impfen lässt. In Deutschland wird eine allgemeine Impfpflicht noch diskutiert. Ab dem 15. März gilt aber bereits eine Impfpflicht für das Gesundheits- und Pflegepersonal. Unangemeldet und scheinbar spontan tauchen in vielen Städten und Gemeinden im Allgäu die sogenannten Spaziergänger auf und protestieren gegen aktuelle Corona-Maßnahmen. Was dagegen tun, fragten sich die jungen Aktivistinnen und Aktivisten von Fridays for Future in Lindau. Ganz einfach, eine Demonstration regelkonform anmelden und den Platz einnehmen, an dem sich die Spaziergänger normalerweise treffen. Was vor dem alten Lindauer Rathaus geschehen ist, hat unser Reporter Michael Scheier verfolgt. Montagabend vor dem alten Rathaus auf der Lindauer Insel. Gegen 18 Uhr versammeln sich neuerdings Spaziergänger hier, um zu einem lautlosen Zug über die Insel zu starten. Aber an diesem Montag ist etwas anders. Fridays for Future Lindau hat den Rathausplatz besetzt. Und zwar ganz legitim. Wir haben mit Absicht vorher angemeldet, damit der Platz uns gehört. Und wir haben angemeldet und wir werden den Spaziergängern klar und deutlich sagen, dass sie nicht erwünscht sind, weil sie sich nicht an die Versammlungsregeln halten, so wie Abstand oder Maskenpflicht. Und wir werden auch noch, wenn sie da sind, bleiben. Und wir wollen darauf hinweisen, dass in den Reihen nicht nur ImpfkritikerInnen, sondern auch rechte Leute und die AfD ganz klar dafür aufruft, hier mitzulaufen. Und wir positionieren uns ganz klar gegen die AfD. Dem Ruf der AktivistInnen sind trotz der Kälte weitere Menschen gefolgt. Etwa 100 versammeln sich. Mit Masken, Abstand und Polizeischutz. Solidarität. Mehr gibt es nicht zum Sagen. Ich hätte gern, dass die breite Öffentlichkeit mitbekommt, dass es wichtig wäre, gegen Querdenker und Co. auf die Straße zu gehen. Also ich sehe einfach, dass da wirklich die AfD profitiert und die sich so diese ganze Menge schnappt, die unzufrieden ist. Und ich bin auch mit manchen Maßnahmen unzufrieden. Ich finde nicht alles toll, was läuft, aber ich denke,
Die Pandemie ist da und ich finde es einfach gefährlich, was da gerade abläuft. Auch ein Dutzend Omas gegen Rechts ist gekommen. Auch sie sehen in den Reihen der Spaziergänge rechtsextremistische Tendenzen und bringen diese sogar mit einer konkreten Person in Verbindung. Wir wissen, dass Rainer Rothfuß hier eine große Figur ist bei den Montagsspaziergängern. Er hat auch in der Lindauer Zeitung dafür Platz bekommen, um das darzustellen. Wir teilen das nicht. Das ist ein Verschwörungsideologe, der hier die Ängste und die Befürchtungen der Leute ausnutzt. Am 17. Januar nahm der AfD-Politiker Rainer Rothfuß selbst an einem Montagsspaziergang in Lindau teil. Das bestätigte er der Lindauer Zeitung. Zitat: Die Montagsspaziergänge sind für mich ein Signal, dass die Politik wieder besser zuhören sollte, statt in einer komplexen Gesellschaft zunehmend auf Bußgelder statt Diskurs zu setzen. Im nächsten Satz bestreitet er zudem die Wirkungsfähigkeit der Corona-Schutzimpfungen. Gegen 18 Uhr treffen dann Menschen ein, die Leuchtmittel und Kerzen tragen. Am Rathaus sind es etwa 60. Auseinandersetzungen mit den offiziell genehmigten Demonstranten finden lediglich verbal statt. Unterwegs wächst die Schlange auf gut über 100 Menschen an. Die Runde, die sie laufen, nehmen sie laut Polizei zum ersten Mal. Sie tragen keine Schilder, sie rufen nichts, es geben sich keine Organisatoren erkennbar. Ebenso wie die Spaziergänge offensichtlich gedacht sind. Die Stimmung gegenüber dem Reporter ist gereizt. Er wird angepöbelt, mit Taschenlampen angeleuchtet und auch fotografiert. Schade, zu einer Gesprächssituation, in der die Spaziergänger auch Stellung beziehen, kommt es daher nicht. Wer sie sind, woher sie kommen und was sie wollen, bleibt also auch in Lindau kaum zu greifen. Ministerpräsident Markus Söder könne sich grundsätzlich vorstellen, einige Corona-Regeln noch in diesem Monat zu lockern, wenn die Situation in den Krankenhäusern es zulässt. Er nannte mehr Freiheiten in Sport, Kultur und Gastronomie. Konkreter wurde Söder nicht. Auch in der Pressekonferenz der Staatsregierung wurden keine neuen Beschlüsse bekannt gegeben. Der Kurs der vergangenen Wochen soll weitergeführt werden. Die viel zitierte Vorsicht mit Augenmaß. Die Situation an den Schulen allerdings stand im Fokus der PK. Mehr dazu jetzt in Corona in Bayern. Die Omikron-Variante sorgt weiter für Höchstwerte bei Fallzahlen und Inzidenzen, aber auch für weniger Intensivpatienten in den Krankenhäusern. Weil sich in den vergangenen Tagen nichts groß verändert habe, gebe es nun auch keine neuen Beschlüsse, so Staatskanzleichef Florian Herrmann. Es bleibt letztlich dabei, dass wir den Kurs der vergangenen Wochen fortfahren, nämlich Vorsicht und Umsicht, gepaart mit Augenmaß. Auch in den Schulen bleibt es vorerst bei den aktuell geltenden Bestimmungen. Präsenzunterricht bleibe die oberste Maxime, so Kultusminister Michael Piazzolo, wenngleich aufgrund der Omikronwelle abgewägt werden müsse. Wenn es eine gravierende Häufung gibt, und die nehmen wir an bei ca. 50%, dann wird es so sein, auch da bei der Festlegung der Zuständigkeiten, dass es dann schulorganisatorisch und von der Infektion nicht mehr sinnvoll ist, Präsenzunterricht zu machen. Dann geht die Klasse in den Distanzunterricht, das ordnet der jeweilige Schulleiter an. Aktuell fehlen in Bayern rund 2% aller Lehrkräfte und mehr als 5% aller Schüler Corona-bedingt im Unterricht. Weiterhin unterstützt werden derweil Pflegekräfte. Der Pflegebonus für Beschäftigte wird bis zum 30. Juni verlängert und umfasst weitere 9 Millionen Euro an Fördergeld. Es ist einfach wichtig, dass die Einrichtungen auch Sicherheit haben für die Zukunft und nicht durch die Pandemie in wirtschaftliche Existenznöte kommen. Ich würde mir auch wünschen, dass der Bund jetzt endlich den Pflegebonus auf den Weg bringt. Bei diesem Thema müsse die Bundesregierung nun endlich Nägel mit Köpfen machen, so Holleczek. Die Industriegewerkschaft Metall sieht die wirtschaftliche Lage in der Metall- und Elektroindustrie nach knapp 2 Jahren Pandemie weiter auf Erholungskurs. Wir haben Unternehmen, vor allem größere, die haben richtig gut Geld verdient, auch in der Branche, auch in der Pandemie. Wir haben aber auch kleine Mittelständler, die sind ganz schön gebeutelt und wissen nicht mehr ganz genau, wie sie ihre Kredite finanziert werden können. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich. Aber insgesamt, wenn man alles anschaut, glaube ich, ist die Metall- und Elektroindustrie bisher jedenfalls halbwegs gut durch die Pandemie gekommen. Weniger die Pandemie an sich sei das aktuelle Problem in der Branche, sondern vielmehr vermeidbare Hindernisse wie Lieferengpässe, so Bayern-Bezirksleiter Horn.
Die Zeche zahlen die Arbeitnehmer mit Kurzarbeit oder sonstigen Absenken der Arbeitszeiten. Und das ärgert mich wirklich, dass jetzt da nichts daran gemacht worden ist. Und es ist einfach so weitergemacht worden wie bisher. Zudem fordert die IG Metall bei weiteren Corona-Staatshilfen verbindliche Zusagen der Unternehmen, diese Gelder in Standorte zu investieren und Beschäftigung zu sichern. Wenn im Frühjahr die Bäume blühen, das frische Grün sprießt und ich mit dem Fahrrad durch die Hügellandschaft des Vorallgäus, Westallgäus radeln darf und Sonne und Landschaft genießen kann. Allgäu TV. Wir sind das Allgäu. Waffenbär. Das Haus für Jagd, Sportwaffen, Jagd und Trachtenmode. Der Spezialist für Ferngläser und Outdoorartikel. Große Auswahl und persönliche Beratung sind unsere Stärke. Waffenbär. Immer gut beraten. Die Kastanienapotheke im Ärztehaus am Forum. Bahnhofstraße 42 in Kempten. Beim Beulendoktor in Immenstadt kümmern wir uns um wirklich alle Probleme. Ob Werkstattservice, Unfallinstandsetzung, Lackierung oder Aufbereitung. Wir sind die Kfz-Meisterwerkstatt mit dem Rundum-Sorglos-Paket. Geht's ums Auto? Geht's zum Beulendoktor. Versammlung, Diskussionsrunde, Trauerfeier, Präsentation, Schulung oder Studioaufzeichnung. Wir sind Ihr Partner für Streaming und Aufzeichnungen. Interessiert? Melden Sie sich unter streaming@allgäu-tv.de. Service auf Augenhöhe mit dem Menschen im Vordergrund. Das ist Immoliesel, Ihr kompetenter Immobilienpartner in Kaufbeuren. Immobilien liegen uns am Herzen. Ihr Wunsch ist unser Auftrag. In Kaufbeuren, Ludwigstraße und auf immoliesel.de. Eines der größten Bikecenter mit einer gigantischen Markenvielfalt, Bikes World Illertissen. Auf 3000 Quadratmetern bekommen Sie Räder aller Art und eine riesige Auswahl an Top-Marken. Bikes World Illertissen. Freundliche, kompetente Beratung von Bikern für Biker. Wir sind einer der führenden Anbieter für Leasingräder für das Hotelgewerbe. Angenehm und ökonomisch heizen. Ofensysteme Allgäu hat Ihren Wunschofen. Klassisch oder modern. Wir sind Ihr Kachelofenspezialist nach dem Grundofenprinzip. Höchste Qualität und individuelle Konzeption. Ganz nach Ihren Bedürfnissen. Ofensysteme Allgäu. Mehr Infos auf grundofen.de. Wer ein positives Corona-Testergebnis bekommt, der hat nach aktueller Regelung einen Anspruch auf einen PCR-Test. Gleiches gilt, wenn die Corona-Warn-App auf Rot steht. Weil die Labore mit der PCR-Auswertung wegen der Omikron-Variante aber an ihre Leistungsgrenze kommen, sollen PCR-Tests vorrangig für Menschen aus Risikogruppen und Beschäftigte in Kranken- und Pflegeeinrichtungen bereitgehalten werden. Steffen Konrad, und die Frage, was die Labore, die durch die geplante Neuregelung entlastet werden sollen, von dem Vorhaben halten. Hier werden sie gerade angeliefert, die PCR-Tests, über die die Gesundheitspolitik derzeit debattiert. Sie sind der Goldstandard bei der Frage, ob jemand mit Covid-19 infiziert ist. Wir sind jetzt, haben so viel PCR-Proben wie noch nie. Unsere Kapazitäten sind jetzt ziemlich am Rande. Wir kommen noch hinterher. Aber wesentlich mehr Einsendungen würden dazu führen, dass wir deutliche Verzögerungen in der Analytik bekämen. Der Grund für die Zunahme an PCR-Tests: Sie werden vor allem dann eingesetzt, wenn ein positiver Schnelltest nochmal überprüft werden soll. Und weil sich derzeit so viele infizieren, ist dieser Nachweis häufig gefragt. Die Folge: Die Labore arbeiten an der Belastungsgrenze. Deshalb sollen die PCR-Tests priorisiert werden, so eine der Forderungen aus der Politik. Ich finde es nicht gut, dass es so weit gekommen ist, weil natürlich man hätte ja auch mit einer anderen Strategie sich darauf vorbereiten können, dass man mehr PCR-Teste braucht. Also es wird ja immer das Beispiel Österreich genannt. Da hat man halt seit einem Jahr eine andere Strategie gefahren. In Deutschland hat man speziell auf Schnellteste gesetzt als Testkonzept. Und jetzt möchte man von diesem Testkonzept etwas abweichen oder beziehungsweise mehr Teste gerne mit PCR bestätigen. Und da man die Kapazitäten bisher nicht aufgebaut hat, ist das schwierig. 3 bis 4 Monate Vorlauf
und eine entsprechende wirtschaftliche Perspektive durch die Politik bräuchte das Labor hier, um seine PCR-Testkapazitäten in etwa zu verdoppeln, so Matthias Lapacek. Doch das sei nicht geschehen. Darum hält man hier eine Priorisierung zwar für keine gute, aber eine leider notwendige Lösung. Die Zahl der Corona-Fälle steigt weiter an. Immer wieder müssen Corona-Patienten verlegt werden. Die stundenlange Fahrt ist natürlich anstrengend und das auch für die Rettungskräfte. In voller Schutzausrüstung, die meist nicht atmungsaktiv ist, eine körperliche Tortur. Ein spezieller Luftfilterhelm soll nun Erleichterung für die Rettungskräfte bringen. Lisa Hauger hat sich den Helm beim BRK in Altusried zeigen lassen. FFP3-Maske, doppelt Handschuhe, eine spezielle Schutzbrille und ein Ganzkörperschutzanzug, der nicht atmungsaktiv ist. So müssen Rettungskräfte zum Teil stundenlang im Rettungswagen einen Corona-Patienten verlegen. Schwitzen ist da vorprogrammiert. So eng wie in einer anderen Welt. Also man ist wirklich von außen abgeschottet. Ja, und das Problem ist eigentlich da oben rum, der Kopf mit dem Visier, mit der Maske, mit der Brille. Ist schon sehr, sehr vom Atmen her sehr warm. Es läuft das Schild immer an. Ja, und gerade wenn man da von draußen nach drinnen kommt, ja, hat man erstmal einen kompletten Nebel vor dem Gesicht. Und das Gesichtsfeld ist auch sehr eingeschränkt, ja, dass man also wirklich immer drehen muss. Und auch dieses einfach das Kommunizieren ist relativ schwierig. Ein spezieller Luftfilterhelm soll die Arbeit der Rettungskräfte erleichtern. Nur die Rettungskräfte, die hinten beim Patienten sitzen, tragen diesen Helm. Also das ist jetzt unser dieses Atemgerät, dieses VersaFlo. Und das ist einmal dieser Helm, der im Endeffekt so gedacht ist, dass man einfach hier ein Schutzvisier hat. Und diese Membran hier, die wird dann richtig so runtergezogen, dass man unterm Kinn dieses Gesicht offen hat. Braucht also keine Maske mehr aufziehen. Ja. Genau, und von hinten ist wie so ein Staubsaugeranschluss. Ist jetzt hier dann ein Anschluss. Und dieses Steuergerät, Gebläse mit Filter, mit Akku, ja, wiegt ungefähr ein Kilo, wird dann eingeschaltet. Akku und Filter im Gerät halten mindestens 8 Stunden. Je nach Aerosolbelastung im Fahrzeug wird der Filter aber auch früher gewechselt. Zum Einsatz kommt der Helm bei Verlegungsfahrten von Corona-Patienten. Denn zum einen dauert es zu lang, die Schutzausrüstung samt Helm für einen normalen Corona-Notfalleinsatz anzuziehen. Zum anderen kostet das Zweier-Helmset auch etwa 2000 Euro. Die Arbeit mit Helm statt Visier, Maske und Brille fühlt sich aber besser an, so der Notfallsanitäter. Also leichter, ja. Und ja, man hat jetzt wirklich ein paar Grad mehr Gesichtsfeld, was natürlich auch, ja, die Belüftung ist einfach da, also man hat einen kühlen Kopf auf der Seite. Allerdings hat man auch ein dauerhaftes Lüftungsgeräusch im Ohr, so der Notfallsanitäter. Seit 4 Wochen wird der Helm beim Bayerischen Roten Kreuz in Altusried getestet. Der Rettungswagen Altusried ist ja vom Zweckverband Allgäu quasi als Verlegungs-RTW, der primär für Verlegungen eingesetzt wird, deklariert worden. Und von daher dachten wir, dass es an der Rettungswache Altusried sinnvoll ist, dort das als erstes zu testen, weil die am meisten Kontakt mit längeren Einsatzfahrten haben unter Corona. Und deswegen haben wir hier angefangen. Nach derzeitiger Planung soll es die Helme in etwa 3 Wochen auch in anderen Rettungswachen geben, um so die Arbeit der Rettungskräfte in der Corona-Pandemie zu erleichtern. Wir können dann losfahren. Am Mittwoch war Maria Lichtmess. Da endet offiziell die Weihnachtszeit. Christbäume und Weihnachtskrippen verschwinden meistens schon um den 6. Januar aus den Wohnzimmern. Manche bauen ihren Weihnachtsschmuck aber erst an Maria Lichtmess ab. Von hier an geht es dann wieder Richtung Frühling. Lisa Hauger hat sich ein vorchristliches Ritual zu Maria Lichtmess mal genauer angesehen, dem Lebenswecker. Am 2. Februar ist Maria Lichtmess. Der Tag, an dem offiziell die Weihnachtszeit endet. Maria Lichtmess ist aber nicht nur der Tag, an dem etwas zu Ende geht, sondern auch der Zeitpunkt, ab dem etwas Neues beginnt. Denn nach dem Winter geht es jetzt in Richtung Frühling.
Man sagt ja auch, ein Lichtmess zum Beispiel hat die Arbeit im Haus wieder aufgehört und die Leute haben sich darauf eingerichtet, dass sie jetzt bald wieder rausgehen, um ihre Felder zu bestellen. Und sie sind zum Beispiel rausgegangen, haben ihre Felder und Äcker begangen und haben sie mehr oder weniger echt überstampfen oder fest auftreten, einfach aufgeweckt. Der Festtag am 2. Februar hat neben verschiedenen Brauchtümern wie dem Dienstbotenwechsel in der Landwirtschaft auch einen christlichen Ursprung. Also Maria Lichtmess, das die Christen am 2. Februar feiern, das ist eigentlich eine Kerzenweihe. Da geht man in die Kirche und nimmt den ganzen Vorrat, den man an Kerzen hat, mit in die Kirche, um die Kerzen fürs ganze Jahr zu weihen. Und früher hat man auch so dunkle oder schwarze Kerzen auch gehabt. Das sind so Wetterkerzen, die man dann auch mitnimmt und lässt sie weihen. Und die stellt man dann einfach auf, wenn mal ein Unwetter droht oder wenn... Also früher waren die Menschen natürlich noch ganz anders damit verbunden, haben sie gesagt, wenn jetzt irgendwie ein großes Gewitter kommt oder so, hat man diese Wetterkerzen aufgestellt. Und weil sie den Segen der Kirche gehabt haben, sind die besonders wirkungsvoll und haben sozusagen das Ungute abgehalten. Ein Ritual von mehreren, das man an Maria Lichtmess durchführt, ist der sogenannte Lebenswecker. Dafür braucht man Äste und verschiedene Kräuter. Zum Beispiel Salbei, Thymian, Birkenreisig, Mistelzweige, Lorbeer, Rosmarin und Wacholder. Floristin Alexandra Reinhold erklärt, wie man diesen Strauß bindet. Wir machen ein Kräuterbüschel. Man fängt also da an, mit der, dass man eine schöne Mitte hat, eine kompakte Mitte. Und dann legt man eben da die Kräuter wie ein Salbei oder ein Rosmarin. Gerade das, was man halt so hat, das legt man erst einmal so drumherum. Dass man so richtig schön kompakt. Da kann man da ab und zu mal auch dazwischen binden mit einem Wickeldraht oder wenn man möchte auch mit einem Bast. Und dann nimmt man halt da das nächste. Da haben wir jetzt einen Lorbeer, einen wilden Rosmarin. Und das darf so richtig urig sein. Ist der Strauß fertig gebunden, geht es los. Jutta Gebauer klopft mit diesem Kräuterstrauß ihre Bekannte Alexandra Reinhold ab. Also mit dem Besen, da tut man sozusagen wirklich auch die Leute ein bisschen aufwecken. Also man kann wirklich den Körper ein bisschen wachklopfen. Man kann aber auch wirklich so die Wohnung ein bisschen sauber machen und freiräumen, dass man einfach sozusagen die alte Energie verabschiedet. Das ist auch ein ganz typisches Ritual für Lichtmess oder für dieses Lichtfest, dass man sozusagen das Alte verabschiedet, das Alte abschließt. Und das kann man mit solchen Besen immer gut auskehren. Der beste Zeitpunkt, das Ritual durchzuführen, ist aber nicht zwangsläufig der 2. Februar. Die Kirche hat wirklich diesen 2. Februar als Maria Lichtmess bestimmt. Aber eigentlich sind das immer so Zeiträume, wo man sagt, okay, jetzt kommt langsam der Frühling. Also wenn sozusagen die Natur wirklich wieder aufwacht, dann kann man sagen, jetzt machen wir das. Bei mir auch merken, dass wirklich diese Sonne wiederkommt, dass wir uns schauen, da wieder rückverbinden mit der Natur und sagen, okay, ja, jetzt merkt man, draußen kommt echt, jetzt sprießt oder die ersten Knospen sind da, dann kann man das machen. Seit über 20 Jahren führt Jutta Gebauer schon diese Rituale durch. Ihr ist es wichtig, dass diese gelebt und dadurch auch an folgende Generationen weitergegeben werden. Ostern, Pfingsten und natürlich Weihnachten sind auch Nichtchristen ein Begriff und viele können den Hintergrund dieser Feste auch erklären. Aber es gibt auch Feiertage, die nicht jedem geläufig sind und dazu gehört zum Beispiel auch Maria Lichtmess. Meine Kollegen Letizia Weierle und Peter Böhr waren in einem Maria Lichtmess Gottesdienst und haben sich den Hintergrund dieses Festes erklären lassen. Ein Meer aus Kerzen stand gestern Abend auf dem Altar der Maria Himmelfahrtskirche in St. Mang. Denn dort wurde kein normaler Gottesdienst, sondern Maria Lichtmess gefeiert. Auch wenn das Fest kein offizieller Feiertag ist und nicht in jedem Kalender steht, hat es für gläubige Christen eine große Bedeutung. An diesem Tag wird die Begegnung mit dem Licht gefeiert. Das ist ein großes Fest, weil Jesus erscheint dem ganzen Volk. Wir wissen, das hat etwas mit dem Licht zu tun. Deshalb wird auch dieses Fest auch Maria Lichtmess genannt. Maria hat das Licht auf diese Welt gebracht, ihren Sohn Jesus Christus. Das Fest wird 40 Tage nach seiner Geburt gefeiert. Denn damals war es Brauch,
dass jedes männliche jüdische Neugeborene 40 Tage nach seiner Geburt in den Tempel gebracht und dort geweiht wird. Doch Jesus wurde nicht nur geweiht, sondern auch von den Propheten als Erlöser, der das Licht in die Welt bringt, anerkannt. An Maria Lichtmeß wurden deshalb früher traditionell Wachs und Kerzen gesegnet. Und immer bei Gewitter hat man diese Kerze, auch Maria Lichtmeß-Kerze, auch angezündet und im Fenster gestellt. Das war so eine alte Tradition. Dieser Brauch ist heute kaum noch zu finden. Die Kerzen werden aber auch heute noch geweiht. Segne unsere Kerzen, die wir zu deinem Lob entzünden. Führe uns auf dem Weg des Glaubens und der Liebe zu jenem Licht, das nie erlöschen wird. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Früher war das Fest auch ein wichtiges Datum für die Bauern. Zum einen sollten sie bis zu diesem Zeitpunkt noch mindestens die Hälfte des Winterfuttervorrats haben. Zum anderen mussten sie sich ab Maria Lichtmeß überlegen, wie sie ihre Felder im Frühjahr bestellen wollen. Und das unter dem Segen Gottes. Alles unter den Segen Gottes zu stellen, war das jetzt eben auch in der Volksfrömmigkeit, sagt man so, verankert, dass man das auch noch mit diesem Gottesdienst am Maria Lichtmeß auch so richtig begonnen hat. Heute sind die meisten Menschen nicht mehr so eng mit der Kirche verbunden. Für einige spielt der Glaube einfach keine so große Rolle mehr und auch aktuelle Ereignisse in der Kirche tragen dazu bei. Man sieht es auch in der ganzen Entwicklung und auch in dieser ganzen jetzt Phase, wo es einfach auch Pandemie und auch mal diese Schlagzeilen, die wir es jetzt immer wieder neu lesen können, dass eben die Dunkelheit auch ja vielleicht doch Oberhand irgendwie gewonnen hat in vielen Menschen, in vielen Herzen der Menschen. Und das ist das, ja, das, was uns auch ein bisschen traurig stimmt. Ja. Besonders in solchen Zeiten ist es aber auch wichtig, nicht die Hoffnung zu verlieren und den Menschen auch schöne Ereignisse wie das Maria-Lichtmeß-Fest zu ermöglichen. Wer von der bayerischen Metropole München ins beschauliche Allgäu reisen möchte, kommt am Ende seiner Reise unter Umständen am Lindauer Inselbahnhof an. Hier ist Endstation seit genau 100 Jahren. Dieses Jubiläum feiert der Traditionsbahnhof in diesem Jahr. 100 Jahre hat er auf dem Buckel und auch schon entsprechend viel erlebt. Johannes Klemp hat einen Blick zurückgeworfen auf ein Jahrhundert Bahnhofsgeschichte. Die große bronzefarbene Uhr in der Eingangshalle des Lindauer Inselbahnhofs tickt. Und das seit mittlerweile 100 Jahren. Die Uhr, der Boden und die Decke der Halle sind noch original aus den 1920er Jahren. Ab Januar 1922 war der Inselbahnhof voll in Betrieb. Vor allem Menschen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz waren in den Anfangsjahren am Bahnhof zu finden. Laut dem Lindauer Lokalhistoriker Karl Schweitzer ging es für den Inselbahnhof von hier an in den nächsten Jahren nur noch bergauf. Denn das Reisen mit der Bahn wurde immer beliebter. Es fuhren immer mehr Leute mit Zug. Es war auch sehr früh, nämlich um 1900 schon, so dass es Sonderzüge gab. Bezeichnenderweise die ersten, die von Lindau wegfuhren, gingen dann zum Oktoberfest nach München. Aber es kamen auch immer mehr Belegschaften von Ministerien und so weiter, die in Lindau eben touristisch unterwegs waren. Wie gesagt, die Hotels, der Fremdenverkehr profitierte stark. Dann natürlich, weil es auch eine Gepäckabfertigung gab, eine Postabfertigung auch. Das heißt, viel Gepäck und viel Post, auch Pakete, kamen mit der Bahn auf die Insel. Ja, und es war ein großer Arbeitgeber. Noch 1994 arbeiteten, verwaltet vom Bahnhofsgebäude aus hier 200 Menschen nur für die Bahn. Im Zweiten Weltkrieg war der Bahnhof in Lindau Startpunkt für viele junge Soldaten. Es kamen aber auch zahlreiche verwundete Soldaten aus dem Krieg zurück. Das dunkelste Kapitel des Inselbahnhofs war Mitte der 1930er Jahre. Wir haben es in dieser Säule, die da eingeweiht wurde vor 3 Wochen, auch dokumentiert, dass im Mai 1933 die Häftlinge, die politischen Häftlinge vom Amtsgerichtsgefängnis Lindau, erstmal die kommunistischen, offen durch die Stadt geführt wurden und dann durch die Bahnhofsempfangshalle und dort von Angehörigen und Sympathisierenden tränend, weinend verabschiedet worden sind und dann mit dem Zug ins KZ Dachau gebracht wurden. 100 Jahre nach der Eröffnung wird der Inselbahnhof hauptsächlich von Zügen aus der Region angefahren.
Die Fernverkehrszüge halten am neueren Bahnhof Lindau-Reutin auf dem Festland. Auch wenn der Lindauer Inselbahnhof in der heutigen Zeit nicht mehr der Hauptbahnhof von früher ist, hat der die gesamte Stadt nachhaltig geprägt. Ich glaube, man kann wirklich sagen, ohne den Inselbahnhof wäre die Stadt Lindau heute nicht die Stadt, die sie ist. Wir haben dadurch eine frühe Anbindung eben gehabt an die Eisenbahn, hatten viele Besucher von außerhalb, sind dadurch auch zu einer aufgeschlossenen und weltoffenen Stadt geworden und auch zu einer modernen Stadt, die schon früh moderne Verkehrsarten hier in sich vereint hat. Einmal eben die Eisenbahn, die hier angekommen ist, dann die Dampfschifffahrt, die wir direkt hier vorne auch im Hafen hatten und eben der Zeppelin, der ja aus Friedrichshafen kommend auch immer mal wieder über unserer Stadt kreist. Und das hat uns schon sehr geprägt als Stadt. Die Lindauer Oberbürgermeisterin Claudia Alfons hofft, dass das 100-Jährige nicht das letzte Jubiläum des Bahnhofs ist. Sie wünscht sich, dass unsere Nachfahren auch noch 200 Jahre Lindauer Inselbahnhof feiern können. Kunst hat viele Gesichter. Eins davon ist Patchwork. Farbenfroh, detailreich und liebevoll gestaltet. Was Patchwork genau ist, kann man zurzeit in einer Ausstellung im Rathaus Dietmannsried erfahren und in unserem nächsten Beitrag. Wie Künstlerin Marcella Wendt-Leon zu ihrer Leidenschaft kam und wie vielseitig diese Kunst sein kann, zeigt uns jetzt Lisa Hauger. Patchwork. Bei Patchwork ist die Zusammenstellung von mehreren, vielen Stoffen aus verschiedenen Qualitäten, die miteinander so kombiniert werden, dass was ein harmonisches Bild hergeben und das alles zusammengebunden mit einer Zwischenschicht, also sprich ein Vlies und die dritte Schicht hinten zum Zudecken der Nähte in dem Fall oder um diese und da entsteht das Gequilte. Patchwork aus dem Englischen Fleckenarbeit ist etwa 2.000 bis 3.000 Jahre alt. Schon damals hat man diese Kunst als Beigabe in Gräbern gefunden. Traditionell entstehen aus Patchwork Decken, Taschen oder Pullis, so Künstlerin Marcella Wendt-Leon. Damals hat man alte Stoffreste zusammengenäht, um nicht zu frieren. Patchwork-Bilder allerdings sind nicht alltäglich. In ihrer Ausstellung Patchwork-Applikation zeigt die Künstlerin unter anderem eine Auswahl ihrer aufwendig zusammengenähten Bilder. Zu dieser Leidenschaft kam sie in einem langjährigen Prozess. Geht es seit meiner Kindheit, weil ich immer konfrontiert war mit Konfektion, mit Stoffen, mit bunten Farben, durch meine Mutter, die sehr gerne genäht hatte. Und andere Handarbeiten wie Stricken, aber künstlerisches Stricken. Und ja, durch meinen Vater, weil er immer uns sehr beliefert hat mit wunderbaren Stoffen, weil er Textilingenieur war und uns selbst auch Stoffe entworfen hat. In ihren Bildern möchte Marcella Wendt-Leon verschiedene Kulturen darstellen. Ursprünglich kommt sie aus Chile, hat aber auch in Uruguay, Mexiko und Frankreich gelebt. Jetzt lebt sie in Durach. Neben den vier Jahreszeiten, die man in ihren Bildern sieht, kommt es der Künstlerin auch auf etwas anderes an. Die Farben. Also diese Zusammenstellung. Also im Prinzip mag ich keine dunklen Farben, obwohl ich die auch trage. Aber ich mag keine Dunkelheit, also keine dunklen Farben. In einer Atmosphäre, für meine Begriffe, muss ziemlich bunt sein. Also natürlich, dass sie zusammenkommen, die Farben, dass sie sich gut kombinieren, muss Harmonie da sein. Und dann fühle ich mich glücklich. Mit ihren Patchwork-Bildern hat die Künstlerin vor 20 Jahren begonnen. Denn das Patchworken braucht viel Übung. Klar, im Laufe der Zeit kriegt man auch mehr Fantasie und eigene Ideen. Klar, vieles sind meine eigenen Ideen. Klar, ich bin auch beeinflusst von den Werken anderer Leute, also anderer Künstler. Lasse mich auch beeinflussen. Aber letztendlich kommt das, was ich will, raus. Und so gibt es neben Bildern auch Schmetterlinge und Taschen in verschiedenen Größen zu entdecken. Unterstützung erhält Marcella Wendt-Leon von ihrer Nachbarin Heidi Vetter. Die Gemälde in der Ausstellung sind wiederum von Christina Binzer aus Durach.
Ich will nur noch zum Jet, Michel. Zum Tanken und auf einen kleinen Snack. Kriege ich ein Eis? Okay. Und ein Heft? Na gut, es gibt viele Gründe, beim Jet, Michel zu halten. Jet Allgäublick, direkt an der B19. Feuchte Kellerwände. Probleme mit Schimmel- und Salzschäden. Wir machen Mauerwerk wieder dicht und trocken. Und das ganz ohne Bagger. Mit Handwerksprofis zum Festpreis. Weinal.de. Küchenmeier, die Küchennummer 1 im Allgäu. Bei uns erhalten Sie genau die Küche, die perfekt zu Ihrem Lebensstil passt. Und das mit unserem bekannt guten Service. Versprochen, innovative Küchen in Top-Qualität. Überzeugen Sie sich. Mit Kaiser auf der Sonnenseite des Lebens. Sonnen- und Wetterschutz in modernem Design und mit innovativsten Techniken. Markisen, Pergolamarkisen, Glasdächer, Lamellendächer und Wintergartenbeschattungen. Wir begleiten Sie gerne, von der Beratung über das Aufmaß bis hin zur kompletten Montage. Kaiser, Ihr Experte für Sonnen-, Wetter-, Sicht- und Insektenschutz. Entdecken Sie mit Komm mit die ganze Welt des Reisens. Ob Wandern, Erlebnis oder Rundreisen, Kreuzfahrten entlang der schönsten Flüsse oder Urlaubsreisen nach Spanien, an die Adria und zur Insel Ischia. Komm mit ist Ihr zuverlässiger Reisepartner im Allgäu und in ganz Europa. Komm mit. Sie packen die Koffer, den Rest machen wir. Krebs ist für viele ein alltägliches Thema. In Deutschland gibt es rund 4 Millionen Betroffene, die mit der Krankheit leben. Doch auch Menschen ohne Krebsdiagnose sollten sich mit der Krankheit auseinandersetzen. Wie kann die Krankheit vermieden werden? Wie sinnvoll sind Vorsorgeuntersuchungen? Und wie laufen die überhaupt ab? Die Gelegenheit, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen, bietet sich vor allem, aber nicht nur, am Weltkrebstag. Der war am letzten Freitag. Krebs ist eine ernsthafte Krankheit und leider keine Seltenheit. Jährlich erkranken in Deutschland 510.000 Menschen daran. Es gibt zwar Behandlungsmethoden und Impfstoffe gegen einige Stämme, einen Universalimpfstoff gegen die Krankheit gibt es aber nicht. Doch es gibt einige Präventionsmaßnahmen gegen die Erkrankung. Denn laut Professor Dr. Christian Langer gehen 40% der Tumorerkrankungen auf beeinflussbare Faktoren zurück. Beispielsweise ist circa jede fünfte Tumorerkrankung dem Rauchen verschuldet. Auch der heutige Lebensstil spielt dabei eine Rolle. Ernährungsgewohnheiten, Bewegungsmangel, da wäre sicherlich auch auf eine gute, ausgewogene Ernährung. Vielleicht Verzicht auf etwas Fleisch, insbesondere die prozessierten Fleischprodukte zu nennen und ein ausreichender Bewegungsablauf im Tagesgeschehen. Eine Krebserkrankung ist aber auch trotz einem gesunden Lebensstil und auch möglichen Impfungen gegen einige Tumorstämme nicht völlig auszuschließen. Wenn Tumorerkrankungen also nicht zu 100% vermieden werden können, ist es wichtig, sie frühzeitig zu erkennen. Also Idee der Früherkennungsuntersuchungen ist ja die Erkrankungen in einem Stadium zu detektieren, wo wir sie mit hoher Wahrscheinlichkeit auch heilen können. Tumorerkrankungen entwickeln sich ja oftmals über einen langen Zeitraum. Und wenn sie erst in einem Stadium festgestellt und detektiert werden, wo sie bereits gestreut haben, dann wird die Behandlung immer schwieriger und auch die Aussicht auf Heilung geringer. Vorsicht ist also vor allem in diesem Fall besser als Nachsicht. Je früher ein Tumor entdeckt wird, desto besser. Entsprechende Erfahrungen hat Radiologe Dr. Florian Brausewetter gemacht. So, ich möchte Ihnen einen Fall aus dem Mammographie-Screening-Programm zeigen. Und zwar geht es um eine Klientin, die symptomlos am Screening teilgenommen hat und wo hier dieser kleine Herd an der linken Brust innen aufgefallen ist, die dann zu uns kam zum Abklären. Wir haben dann weitere Maßnahmen ergriffen, haben eine Biopsie gemacht und konnten feststellen, dass es sich dabei um einen bösartigen Befund handelt. Durch die Mammographie, also Röntgenbilder der Brüste, lassen sich Tumore früher erkennen als durch das Abtasten. Für Betroffene spielt der Zeitpunkt der Tumorentdeckung eine große Rolle, denn davon hängen die Heilungschancen ab.
Das zeigt sich auch an diesem Beispiel. Das lässt sich gut operieren, das wird kosmetisch schön und Heilung ist fast sicher. 50-60% der Frauen, denen die Mammographie angeboten wird, nehmen das Angebot auch an. Im Gegensatz zu anderen Vorsorgemaßnahmen, wie zum Beispiel dem Hautkrebs-Screening, dort liegt die Teilnahme bei 20-25%, ist die Quote bei der Mammographie gut. Trotzdem könnte es höher sein, wenn man bedenkt, welche Bedeutung es für die Frau hat, wenn so ein bösartiger kleiner Tumor wirklich sehr, sehr früh, wenn er nur wenige Millimeter groß ist, entdeckt wird, dann würde ich mir natürlich eine noch größere Teilnahme wünschen. Ab einem Alter von 50 Jahren wird allen Frauen die Mammographie angeboten. Auch bei anderen Krebserkrankungen werden Menschen ab einem bestimmten Alter Untersuchungen angeboten. Für das Gebärmutter-Hals-Früherkennungsprogramm geht es bereits bei 20 Jahren los. Ab dem 35. Lebensjahr besteht die Möglichkeit, an einem Hautkrebs-Screening teilzunehmen. Ab dem 45. Lebensjahr am Prostatatumor-Screening. Die Kosten für diese Untersuchungen übernehmen die Krankenkassen. Nur einige ergänzende Untersuchungen müssen selbst finanziert werden. Somit steht den Frühzeiterkennungen für Personen im geeigneten Alter nur noch die Überwindung zur Terminvereinbarung im Weg. Woran denken wohl die meisten Menschen, wenn sie ans Allgäu denken? Was ist die Identität des Allgäus? Da gibt es natürlich atemberaubende Denkmäler wie Neuschwanstein. Da gibt es große Sportevents wie zum Beispiel in Oberstdorf, die Berge und ihre unendlichen Freizeitmöglichkeiten, die Allgäuer Kulinarik mit den Kässpatzen und dann gibt es da noch Autos. Autos made im Allgäu, genauer gesagt im Unterallgäu. Dort gibt es einen weltbekannten Autohersteller, der jetzt ganz offiziell zum Markenbotschafter fürs Unterallgäu ernannt wurde. And winding around the Nürburg Fortress, you'll find probably the best known, toughest car racing track in the world, the Nürburgring. 1987, Nürburgring. Der Autohersteller Ruf aus dem kleinen Allgäuer Pfaffenhausen schreibt Autosportgeschichte, fährt mit 342 Stundenkilometern allen großen Herstellern davon. 6 Jahre lang ist der Ruf CTR, der Yellowbird, das schnellste Auto der Welt. Diese Aufnahmen gehen um den Globus und machen Ruf und Pfaffenhausen weltbekannt. ...2022, Pfaffenhausen. Ruf lässt den Yellowbird wieder aufleben. Insgesamt 50 CTR Anniversary werden hier zusammengebaut. Etwa 4 Wochen dauert es, bis ein Fahrzeug fertig ist. Dieses silberne Exemplar hier kriegt gerade die Frontscheibe eingesetzt. Keine Produktionsstraße, sondern Handarbeit made im Allgäu. Mich fasziniert da sowohl als Ingenieur einfach auch dieser Drang nach Perfektion, so überall noch das letzte Promille aus einer Technik rauszukratzen. Das finde ich wahnsinnig faszinierend. Und gleichzeitig ist es eben einfach ein Aushängeschild für unsere Region, dass wir auf der ganzen Welt mit Autos mit Mindelheimer Kennzeichen unterwegs sind oder jetzt auch letztes Jahr bei der IAA in München mit einem eigenen Stand vertreten. Finde ich einfach. Da kann man stolz drauf sein. Durch diese Karossen ist Pfaffenhausen inzwischen weltweit bekannt. Es gab schon mal eine lustige Geschichte in den USA, dass frühere Landrat Heisch, der mal in den USA zu Besuch war und hat gesagt, er kommt aus Mindelheim und hat versucht zu erklären, wo das Mindelheim liegt. Und dann hat ihm einer gesagt, ob das bei Pfaffenhausen wäre, weil er das gewusst hat. Weil der Autobauer Pfaffenhausen und das Unterallgäu so bekannt macht und in die ganze Welt trägt, hat Landrat Alex Eder Ruf nun offiziell zum Markenbotschafter des Unterallgäus ernannt. Auch in Zukunft soll der Landkreis davon profitieren. Man weiß, dass Pfaffenhausen irgendwo in Bayern ist und die Insider wissen genauer, dass es in der Nähe in Mindelheim ist. Und wir kriegen natürlich diese Leute immer wieder auf Besuch und die bleiben auch in unserer Gegend, die übernachten in Bad Wörishofen oder Mindelheim. Also das beflügelt auch ein bisschen unsere Gastronomie hier und Hostellerie. Die Scheibe sitzt, als nächstes sind die Türen dran. In wenigen Wochen dann soll der silberne CTR fertig sein und wird sich in Richtung Paris aufmachen.
Sowohl er als auch alle anderen der insgesamt 50 Exemplare sind bereits verkauft. Und das trotz des stolzen Preises. Denn wer einen CTR Anniversary seinen eigen nennen will, muss knappe 900.000 Euro berappen. Das war der Wochenrückblick der Allgäu-TV-Nachrichten. Aktuelles aus Ihrer Region sehen Sie ab Montag zur gewohnten Zeit. Dann begrüßt Sie an dieser Stelle meine Kollegin Isabel Weidnauer-Nohn. Ihnen jetzt noch ein schönes Wochenende. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.